also herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten hier bei Lava Charta. Heute habe ich Barbara und Clemens von MCO Sailing bei mir. Wir sind hier gerade auf der Gatsby, es ist wunderschönes Wetter draußen. Aber weil heute bei uns auf dem Steg so viel los ist, haben wir uns dafür entschieden, mal unter Deck zu gehen und sitzen jetzt gemütlich hier zusammen. Und ja, Clemens und Barbara, klar zum Anfang, nicht alle kennen euch und nicht alle wissen, was ihr macht. Was ist ein MCO Sailing und was macht ihr da? Soll ich? Sonst bist du? Ja, das ist der Clemens, das bin ich, die Barbara. Der Clemens ist schon lange Segler und macht vorwiegend die Trainings, die RAE-Trainings. Und gemeinsam machen wir die Ocean Life Turns. Wir sind Österreicher und beides Biologen. Das macht das, unser gemeinsames Segeln ein bisschen aus, die Kombination. Genau, und unsere Firma gibt es jetzt mittlerweile schon seit 7 Jahren so offiziell und vorher haben wir es schon als EPU gemacht sozusagen und ja, unser Leben hat sich total in Richtung Segeln verändert tatsächlich und was wir machen sind im Grunde zwei Dinge. Einerseits machen wir hier auf den Kanaren gemeinsam mit euch zum Beispiel die Ocean Life Turns, da werden wir dann gemeinsam später mehr davon sprechen und andererseits machen wir als RYA Trainingszentrum die Ausbildung zu diesem englischen Yacht Master. Das ist diese spezielle englische Lizenz, die weltweit so einen sehr tollen Ruf hat, aus meiner Sicht berechtigterweise. Ja, und bis vor kurzem haben wir das nur im Solent gemacht, also im Süden von England. Und ab jetzt genau beginnen wir ja hier auf den Kanaren in Kooperation mit Lava Charta eben diese RYA-Ausbildung anzubieten. Und das freut uns natürlich sehr. Und jetzt genau beginnen wir also in dieser Woche mit den ersten Trainings hier. Also wir freuen uns sehr. Ja, wir freuen uns auch natürlich, dass ihr hier seid und dass wir das RYA-Training mit euch hier auch anbieten können und dass wir sowieso schon seit Jahren diese tolle Partnerschaft haben. Und wenn ich mal fragen darf, so wie seid ihr zum Segeln gekommen? Wie habt ihr eure Passion fürs Segeln entdeckt und auch für die Biologie? Was ist so da bei euch der Spirit, dass ihr das auch kombiniert habt? Ja, also bei mir ist es ganz klar, mir ist es so gegangen, wie ganz vielen wahrscheinlich von den Seglerinnen und Seglern. Ich bin einfach als Urlaubsmitsegler irgendwann einmal mit einem Freund mitgesegelt und habe das dann einige Jahre lang gemacht. Und es war sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Und ich war dann so pro Jahr 1 oder 2, vielleicht maximal einmal 3 Wochen pro Jahr am Schiff. Und das war immer gut für mich. Und lange Zeit wollte ich eigentlich gar keine Ausbildung machen, weil ich nicht schon wieder in Verantwortung gehen wollte. Ich wollte einfach nur mitsegeln. Aber dann war es dann irgendwann doch so weit, dass die Zeit reif war. Ich habe dann selber mit den Ausbildungen angefangen und bin dann relativ schnell vom Österreichischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Englische Ausbildungssystem abgerutscht, weil das meinem Wesen, meiner Herangehensweise einfach entspricht. Und habe dann meine gesamte Ausbildung eigentlich in England drüben gemacht, haben wir das privat organisiert. Also von Österreich aus mit englischen Segelschulen, habe dort meine Ausbildung gemacht und im Endeffekt war es dann so, dass ich, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, ganz einfach diese Zeit in England nicht mehr missen wollte, weil es cool war. Für mich ist es einfach cool, von Österreich nach England dort die Wochen, die Segeltrainings zu machen, durchaus auch erfolgreich. Und dann war natürlich die Frage, wie kann man das Ganze prolongieren? Und eine Möglichkeit war halt dann, selber ein Trainingszentrum zu öffnen. Ich habe dann die Trainerausbildung auch in England gemacht. Und irgendwann sagt der Chief Instructor von der RYA, also von der Royal Yachting Association, zu mir: Super, Clemens, gratuliere, du kannst jetzt dein eigenes Trainingszentrum öffnen, was gar nicht mein Plan war. Also da hat sich das Leben unter meine Füße geschoben irgendwie und dann haben wir halt dieses Trainingszentrum in England eröffnet und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ja. Es hat funktioniert jetzt seit 7 Jahren mittlerweile. Sehr schön. Ja, genau, und jetzt sind wir halt hier bei euch auch gelandet. Wir kennen uns ja schon lange und haben schon mit diesen Ocean Life Turns viele Kooperationswochen hinter uns und ab jetzt halt auch RYA auf den Kanaren. Wie toll! Mega toll und das ist ja auch immer toll, wenn man merkt, dass man eigentlich so ein Hobby entdeckt und das Hobby dann zum Beruf macht und es dann auch irgendwie zu einer Art Berufung wird, oder? Empfinde ich das so richtig, den Weg? Oder? Ja, also tatsächlich. Also wobei es eben gar nicht geplant war eigentlich. Gell? Also ursprünglich, meine Barbara und ich, wir sind beide Biologen, wir sind auch beruflich gut aufgestellt gewesen und es war nicht der Plan, dass wir jetzt Profisegler werden. Sondern es war einfach so, dass diese kleine, ursprünglich sehr kleine Segelfirma
nicht ganz schlecht gelaufen ist und ich gespürt habe, ich muss mich jetzt langsam aber sicher entscheiden, bin ich jetzt Segler oder Biologe oder bleibe ich an der pädagogischen Hochschule oder bin ich doch mehr am Schiff? Und vor 5 Jahren ist dann endgültig die Entscheidung gefallen. Alle meine anderen Verpflichtungen sind ruhend gelegt und für mich persönlich darf ich sagen, ich bin jetzt hauptberuflich Segler in unserer kleinen Firma und mache nur mehr das. Also das war nicht der Plan und mittlerweile kann man sagen, das Hobby ist zum Beruf geworden und es macht extrem viel Spaß. Ja, das ist auch total toll und vor allem auch der biologische Aspekt, da würde ich dich auch mal gerne fragen, einfach zu dem biologischen, macht ja auch Sinn dann, wenn man praktisch was Neues entdeckt und das dann natürlich kombinieren kann. Wie hat sich das entwickelt? Eigentlich ist die Biologie mit den Segeln gemeinsam gekommen. Wir sind beides auch Biologen, die gern rausgehen, also nicht nur Biologen, die im Labor arbeiten, sondern auch die Umwelt gern begreifen. Und es gibt kaum einen tolleren Lebensraum als das Meer, was dort alles mehr zum Sehen und zum Entdecken gibt. Die Evolution findest du im Meer. Und die Kanaren sind nochmal ein besonderer Platz für jeden, der biologisch interessiert ist, sowohl botanisch auf den Inseln als auch die Entstehung der Inseln, weil die waren nie mit dem Festland verbunden. Die Biologie der Kanaren ist ganz neu entstanden. Alles, was da jetzt gibt, hat irgendwann den Weg hinfinden müssen und sie da etablieren müssen. Also es gibt irrsinnig viele Arten, die es sonst nirgends gibt. Es gibt kaum Platz, wo es mehr Endemiten, sagt man, gibt, also Pflanzen, die es nur da auf einer Insel gibt oder in einem, das ist wunderschön, botanisch und auch zoologisch interessant. Also wir haben interessante Spots an Land, wir haben das Meer, wo es sehr viel zu sehen gibt und kombiniert mit den Segeln, wo man genau dorthin fahren kann, wo man biologisch viel sehen kann, ist perfekt. Ja. Ja, das ist ja eben auch so beim Segeln, die Nähe einfach zum Meer, also fast näher geht's ja eigentlich dann nur noch mit dem Tauchen oder Schnorcheln oder so. Und also ich war jetzt auch mit meiner Schwester zum Beispiel letzte Woche mal wieder schnorcheln in San Juan hinten, also da bei Famara, also La Graciosa Famara da, gerade in dem Rio, da es ist so fischreich, das ist echt total schön. Und auch als du mir das, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr hatten wir circa das letzte Interview, was wir da zusammen gemacht über haben. Über Zoom damals noch. Genau, über Zoom, genau. Wo man sich noch nicht persönlich getroffen hat. Und da war ich ja auch so begeistert davon, von dieser Idee, eben dieses diese Segel, Ocean Life Turns, weil ich das total toll finde, so dieses expeditionsmäßige, alles genau zu beobachten, tiefer in Details reinzugehen. Und ich finde, das ist ein super tolles Angebot, was ihr da habt. Ich meine, es ist jetzt auf den Kanaren hier nicht wirklich Expedition, weil ja die Bedingungen nicht expeditionsähnlich sind. Aber es ist schon irgendwie so quasi ein kleiner Forschungstrip sozusagen mit interessierten Leuten. Also wir segeln um die Inseln, wir wissen natürlich mittlerweile ganz genau, wo die Hotspots der Naturbeobachtungen sind natürlich und fahren dort gezielt hin, wissen auch schon am Vortag, am Abend, was wir morgen in der Früh beobachten können. Es gibt dann kleine Einführungsgesprächrunden mit den Leuten an Bord, sagen, okay, morgen werden wir, keine Ahnung, die Papageienfische sehen zum Beispiel oder die Riffbarsche und wir können schon in der Bestimmungsliteratur uns die Bilder anschauen und die Leute stellen schon ihren selektiven Filter ein und wissen dann, worauf sie zu achten haben und dann geht es mit der Taucherbrille, also mit Schnorchelausrüstung doch unter die Wasseroberfläche und plötzlich, wow, da sind sie, wie cool, also es ist wirklich toll natürlich und die Leute, die mit uns mitreisen, die bekommen dann auch ein Gefühl für die Ökologie und die extreme Reichhaltigkeit dieses Lebensraumes hier auf den Kanaren. Du musst dir vorstellen, die Kanaren sind ja quasi am Schnittpunkt. Es ist so, dass viele südliche Arten hier ihren nördlichsten Verbreitungspunkt haben und viele nördliche Arten auf den Kanaren ihren südlichsten Verbreitungspunkt haben. Das heißt, wir haben hier so eine Schnittmenge aus nördlichen einerseits und andererseits südlichen Arten. Und deswegen ist eben die Artenvielfalt hier, abgesehen von der Inselbiologie, die du so beschrieben hast, extrem hoch und deswegen ist es für Belohnung ein Paradies. Das ist unglaublich. Also, wenn man ein bisschen ein Gespür hat und die Augen aufmacht, dann kann man gar nicht umhin, als zu sagen, super. Ja. Und wenn ich das jetzt so höre, wie kann man sich dann zum Beispiel auf so einem Ocean Life Turn einen Tagesablauf vorstellen? Vielleicht möchtest du das mal erklären.
Also wir haben natürlich immer abhängig von Wind und Wetter unsere Route und wie der Clemens beschrieben hat, auch schon spezielle Spots, die wir dann anfahren oder ansegeln. Es gibt Landausflüge, in dem das Land kennenlernen, es gibt Zeit zum Schnorcheln, es gibt Zeit zum die Arten oder die Welt kennenlernen, indem es kurze Einführungen gibt und es gibt natürlich Zeit zum Segeln. Also es ist gut durchstrukturiert, aber auch Zeit zum Genießen. Ja, so ungefähr. Also von allem ein bisschen was oder nicht nur ein bisschen vielleicht, sondern halt von allem so die Essenz rausgepickt, so die bestimmten Orte rausgepickt, kombiniert eben mit dem Segelspaß. Ja, genau. Wobei wir natürlich schon auf unsere Mitseglerinnen eingehen. Also es gibt natürlich Mannschaften oder Crews, die ihren Schwerpunkt tatsächlich auf der Naturkunde haben und das einfach wissen wollen. Und andere gibt es, wo dann auch das Seglerische zusätzlich gleichberechtigt irgendwie daneben steht, wo die Leute dann auch segeln lernen können ansatzweise. Weil wenn wir am Schiff sind, sind wir immer auch Segelinstruktoren im weitesten Sinne. Das heißt, jeder kann immer auch lernen, wenn es gewollt wird. Genau, das heißt also, ja, wir haben eine klare Struktur, wir haben im Kopf unseren Plan, wie du sagst, genau. Und dann kann es irgendwie auch adaptiert werden an die Crew. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob Kinder dabei sind oder nicht. Oder welche konkreten Interessenslagen vorherrschen. Also da geht ihr schon dann auch individuell auf die Crew ein, dann wird so ein bisschen abgestimmt, was sind denn so die Ansprüche und die Vorlieben, so auf was wird dann mehr der Schwerpunkt gelegt? Ja, schau, du kannst dir vorstellen, dass wir am ersten Abend, das ist ja heute, beginnt ja zum Beispiel so eine Woche, heute am Abend werden wir zusammensitzen mit unserer Crew und einfach einmal die Wünsche und Vorstellungen diskutieren. Ja, und dann kommen die Wünsche in Interessenslagen und wir wissen dann, was sich unsere Mitseglerinnen wünschen. Und am zweiten, dritten Abend gibt es dann kurz eine Feedback-Runde, so quasi, ob wir die Wünsche auch erreichen oder ob es noch andere Schwerpunkte gibt, die wir noch stärker in den Vordergrund rücken sollen. Also das ist durchaus flexibel und auch variabel. Also wieso denn nicht? Das ist ja nicht irgendwie... Ja, total. Ja, also ja. Alles andere wäre wirklich unsinnig eigentlich. Ja, oder? Genau. Total. Also uns macht beides Spaß. Ja, also... Dass der Urlaub einfach lebendig gestaltet wird und miteinander gestaltet wird, ist einfach wichtig. Auch, dass man, das schweißt ja auch eine Crew zusammen, so was denkst du, was ist deine Rückmeldung und Genau. Und jetzt würde ich gerne noch zum RYA-Training fragen. Also das ist jetzt praktisch das erste Mal, dass ihr das RYA-Training hier auf den Kanaren mit uns jetzt zusammen anbietet. Ja, das ist richtig. Und Wie sieht da so eine Woche aus? Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie lang geht das Training jetzt? Wie ist das auch mit dem Theorieunterricht? Wo findet der statt? Macht ihr das nur für den deutschsprachigen Raum oder auch für englischsprachige? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also beginnen wir mit dem letzten Teil. Also wir haben schon den Großteil unserer Kundinnen aus dem deutschsprachigen Raum, also Dachraum eigentlich. Ja. Obwohl die Ausbildung natürlich sehr englischlastig ist auch die Umgangssprache bei uns an Bord durchaus Deutsch. Nur wenn es um Fachbegriffe geht, um nautische Termini, um Kommandos zum Beispiel, dann geht es ins Englische klarerweise. Die Ausbildung kommt ja aus England. Klar. Das heißt, wir sind auch verpflichtet, das Englischsprachige einzuführen. Das macht ja auch Sinn für die Leute, weil die weltweite Segelsprache ist schlichtweg Englisch. So ist es einfach. Gell? Das heißt, ja, eigentlich aus dem Dachraum und trotzdem zum Teil, und zwar im Laufe der Erziehung, immer mehr Englisch. Und es ist so, dass diese englische Ausbildung ganz ähnlich wie in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz, stufenweise funktioniert. Und gemeinhin kann man sagen, so der höchste Level ist dieser Yachtmaster Offshore. Das ist also die schwierigste Segelprüfung, die man so machen kann. Steht in einem sehr guten Ruf. Und wir führen unsere Mitseglerinnen halt Schritt für Schritt an diesen Yachtmaster Offshore heran. Beginnen kann man zum Beispiel mit einer Woche, die heißt Competent Crew. Und das ist ganz eine wichtige Woche, weil die Leute lernen wirklich die absoluten Basics, also die Belegung der Klampen, das richtige Umgehen mit Leinen und Schoten, die Begrifflichkeiten am Schiff, also die Basics, das ist ganz was Wichtiges und das wird oft übersehen. Ja. Und dann geht es weiter von dieser Competent Crew zum Dayskipper, dann geht es weiter zum Coastal Skipper, dann geht es weiter zum Yachtmaster Coastal, schon der erste echte Yachtmaster, halt für
küstennahe Gewässer. Ja. Ja, und dann geht es weiter zum Yachtmaster Offshore. Und wenn man dort hin will, dann muss man schon ganz nett Erfahrung sammeln, auch Meilen sammeln. Ja. Und eben auch, obwohl die Praxis in dieser Ausbildung im Vordergrund steht, schon auch eine theoretische Ausbildung machen. Also es ist dann so, dass es einen Theoriekurs gibt bei uns, den machen wir entweder online, also jetzt gerade in den Covid-Jahren, also sehr viel online, und bevorzugt aber dann doch von Angesicht zu Angesicht, weil es einfach besser ist. Also es spricht sich einfach leichter. Und es gibt dann diese Theoriekurse, es gibt auch eine theoretische Prüfung, aber man muss sagen, diese Theorie, die orientiert sich tatsächlich an dem, was du dann vor Ort in der Praxis brauchst. Also keine akademische Selbstbeweihräucherung, sondern einfach nur, es werden theoretische Dinge gelernt, ja, auch auf hohem Niveau, aber einfach wirklich mit dem praktischen Hintergrund. Und das macht die Ausbildung aus meiner Sicht unter anderem so spannend. Ja, und im besten Fall wirst du dann Yachtmaster Offshore und hast damit sozusagen die schwierigste Segelprüfung, die man so machen kann, erledigt. Wenn du dann noch weiter willst, dann kannst du noch einen Ocean Master Qualifying Leg machen. Du musst dann also quasi eine lange Strecke über den Ozean zurücklegen, mindestens 600 Meilen, musst dann dabei mit dem Sextanten mal in eine Position bestimmen, zweimal eigentlich. Muss das dann im Rahmen eines Prüfungsgespräches mit einem RYA-Prüfer quasi nachweisen, dass du es gemacht hast, und dann wird automatisch aus diesem Yachtmaster Offshore der Yachtmaster Ocean. Und das ist dann eigentlich für die individuelle persönliche Ausbildung die absolute Obergrenze. Nur wenn du dann in Richtung Trainer gehen willst, dann gibt es noch mehr. Okay. Genau. Und wie kann man sich das dann vorstellen mit der Grundausbildung? Das wäre dann, würde man dann eine Woche mit euch mitsegeln für diese Grundausbildung? Oder wie ist das getaktet? Oder gibt es da eine bestimmte Taktung? Oder wie ist das aufgebaut? Naja, die Taktung hängt natürlich von den Leuten selber ab. Die Taktung ist ja dadurch bestimmt, wie viel Zeit die Leute haben und auch wie viel Geld sie haben. Ja. Also es ist immer die Frage, wie viel kostet das ganze Ding, wie lange dauert es? Und ich sage, okay, es kostet natürlich schon etwas, keine Frage. Es ist ja auch im Endeffekt eine professionelle Ausbildung und da steckt wirklich viel Know-how dahinter. Wir werden auch ständig evaluiert zum Beispiel. Das heißt, das muss auch was kosten. Und man muss schon Zeit investieren, gell? Und wenn du auf den unteren Levels unterwegs sein willst, dann geht es auch im wochenweisen Schritt-Rhythmus sozusagen. Competent Crew eine Woche, dann vielleicht eine zweite Woche Dayskipper. Und das ist schon eine erste Segellizenz. Dayskipper bedeutet, du darfst als Skipper eine Yacht bei Tageslicht im bekannten Revier führen. Und bei gutem Wetter, muss man dazu sagen. Also es ist keine Hochseeausbildung für Schwerwettersegeln, aber wenn man mal den Dayskipper hier auf den Kanaren gemacht hat, bei uns dann zum Beispiel, ja, dann kann man auch tatsächlich dann bei Lavacharter sich ein Schiff chartern mit dieser Lizenz und kann in dem Revier, wo die Ausbildung stattgefunden hat, durchaus rechtlich abgesichert einen Turn machen. Also das ist schon die erste Lizenz. Ja, also es geht dann schon so im Wochenrhythmus weiter, und man muss aber dann nebenbei auch schauen, dass man einfach Erfahrung sammelt und Meilen sammelt. Weil wenn man dann den Yachtmaster will, dann muss man halt dann auch Meilen nachweisen, die man zurückgelegt hat. Und alle diese Meilen kann man kaum, man könnte man schon im Rahmen der Ausbildung machen, aber es ist dann eine Frage der Effizienz natürlich und auch der Kosten. Ja, das ist der Punkt. Okay, also bedeutet, man macht dann parallel zu der Ausbildung, geht man halt eben selber segeln, sammelt seine Erfahrungen, weist die Meilen nach und so ist dann dieses Zusammenspiel aus Eigeninitiative und Ausbildung. Ja, das ist richtig, und mittlerweile ist es natürlich so, wir haben ja wirklich ein großes Netzwerk an Leuten, die ständig unterwegs sind. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, du möchtest Meilen sammeln, dann kann ich dir sofort 5-6 Leute empfehlen, die momentan gerade unterwegs sind auf längeren Trips, wo du mitsegeln kannst. Das sind Leute, die schon einen Teil ihrer Ausbildung bei uns gemacht haben. Ich weiß also, wohin ich dich empfehle. Also ich kenne die Leute, du kannst dich sicher fühlen, oder? Das ist das Gute. Und das heißt also, diese Nebenbei-Meilen, die man auch sammeln muss, die können wir helfen, mit zu organisieren, und das ist der Punkt. Ja, also profitiert man halt auch gleichzeitig von einem Netzwerk, wo man dann praktisch erstens neue Segler kennenlernt, wieder gemeinsame Interessen entdeckt, neue Menschen kennenlernt, gemeinsam was dazulernt und so weiter. Ja, genau. Also es gibt zwar, mittlerweile gibt es einen Verein, MCO Friends and Alumni, sowas gibt es mittlerweile schon, und die Leute vernetzen sich untereinander, und das ist wirklich toll, weil die haben ja dann alle quasi unsere Schule zum Teil mitgemacht, haben alle das Gleiche gelernt,
die verstehen sich quasi segeltechnisch dann und das ist natürlich eine gute Sache. Und das Lava-Netzwerk ist ja auch nicht zu verachten, also Lava-Chart, also die beiden Netzwerke insgesamt ergeben dann natürlich mannigfache Möglichkeiten, klar. Auf jeden Fall. Und da werden sich bestimmt auch in Zukunft viele neue Crews zusammenfinden. Und da freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auch weiterhin, dass ihr auf die Kanaren kommt, die Ocean Live Segelturns macht und auch die RYA-Ausbildung. Und wir wünschen euch auf jeden Fall eine super Woche hier auf den Kanaren bei uns und mit der Gatsby. Und ich freue mich, dass ihr da wart zum Interview. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Interview, war sehr angenehm. Wir müssen mal gemeinsam segeln gehen, das spüre ich schon. Bin ich auf jeden Fall dabei. Okay. Nur bei mir ist immer 50-50 Chance. Ne? Entweder ich gehe kotzen.